Diese Premiere wollte sich niemand entgehen lassen. Die ganze Filmwelt schaut auf den bayerischen Wettbewerbsbeitrag zur Berlinale 2015. Die Trasse. Ein düsterer, elektrifizierender Politthriller des Münchner Starregisseurs Werner Herzog. Es war sofort klar, das ist so groß, da muss ich mich dran versuchen. Der Film Die Trasse erzählt die Geschichte eines völlig absurden Bundeslandes am Arsch von Deutschland. Genannt wird es Bayern. Regiert wird dieser fiktive Landstrich von einem exzentrischen Herrscher mit dem Namen Horst Seehofer. Gespielt von einem selbstverliebten, grobschlächtigen Provinzpolitiker. Eine kühne Besetzung von Regisseur Werner Herzog. Ist eigentlich eine Figur, die ihrer Zeit weit, weit voraus war. Doch jedwede Modernität kann der Seehofer-Darsteller gekonnt überspielen. Der Kunstgriff? Immer wieder brilliert Seehofer im Film mit billigem Populismus. Was auf bayerischem Boden geschieht, bestimmt doch immer Bayern. Sein bierseliges Volk, gespielt von 12,5 Millionen Laiendarstellern, hetzt er mit solchen Stammtischparolen auf. Sie kämpfen gegen ein vollkommen sinnvolles Bauprojekt. Eine dringend benötigte Stromtrasse durch das energiehungrige Bayern. Horst, ich liebe, wie er gegen das Gute kämpft, mit so viel Passion und Wirr. Brillant umgesetzt auch die hohlen Phrasen von Ilse Aigner, einer belanglosen Regierungsmarionette. Überzeugend dargestellt von Dagmar Dombrowski. Es ist nicht unsere Aufgabe, mit Neubautrassen in Bayern die Abtransportprobleme in Nord- und Mitteldeutschland zu lösen. Es ist wirklich ein Jammer, dass ich für diese Rolle nicht gefragt wurde. Hätte ich auch gern gespielt. Mit der rauen Einfachheit ihrer Parolen kämpfen sie gemeinsam gegen die Energiewende. Dem Starregisseur Werner Herzog gelingt eine gewagte, ja verstörende Inszenierung deutscher Politik. Das gutiert nicht jeder. Ach, nicht so toll, muss ich sagen. Na, es war mir zu surreal. Also ich fand es nicht so klasse. Die Trasse. Schon bald in Ihrem Kino.